So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn es hier ein bisschen unordentlich ist, liegt das daran, dass wir die ganze Zeit am Film sind und so. Und dann steht alles ein bisschen rum. Ich packe gerade die Tasche, beziehungsweise ich habe gerade meinen Pre-Record reingepackt. Ja, dasselbe wie immer, ne? Ein Heat, ein 3D Pump, ein Night. Ich habe ja auch Riechsalz drin. Ich habe noch nie Riechsalz genommen. Können wir es heute testen? Hier, was draufsteht. Deutsches Riechsalz. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Gehen wir nochmal Pipi machen. Würdest du mal sagen, dass wir Mike treffen? Ja, wir treffen Mike übrigens. Sunny, hey! Applaus. Einmal eine Kampfhunde auf den Schwarzkopf, der reingekommen ist. Grüß dich, Digga. Ja, bist du da gut durchgekommen, oder was? Ja. Nur 2 Stunden für. Also ich habe nach dem Friseur mal geduscht. Alter. Weil ich dachte, ich würde nicht zu spät kommen. Ne? Die haben im Auto eine Stunde gepennt. Dann würde ich hier schon wieder eine halbe Stunde mit ihm. Er wurde direkt über die Strecke geführt, die wir dann gefahren sind. Geil. Hast du Google Maps angemacht? Doch. Keine Ahnung. Mike hat gerade meine Kochkünste gelobt von meinem Post-Workout. Wenn du daran riechst, Digga, da kriegst du direkt Würgebrechreiz, Alter. Achso, hast du schon gesagt, wo wir sind heute? In welchem Studio? Wir sind im Impuls Fitness, ja, heißt das. Und Impuls Sport. Oder so. Was hast du gestern gemacht? Bus. Ach, du scheiße Brusttraining, würde ich sagen. Wenn ich hab zum ersten Mal Muskelkater in den vorderen Schulter hat bei der Brust. Warte, Sami, was haben wir gemacht? Sauber Brust trainiert. Genau, das war der Titel des Videos, mal ohne Abfälschen. Schwanz, Digga, hat er vergessen. Aber Chris hat so süße Stummelarme, ne? So wie T-Rex, Alter. Kurzweise, ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ne? Ja. Wie so ein Priester rennt da bald rum. Ja, näher ran da. So? Ja. So angewinkelt die Arme? Ja. Also fast weiter unten ein bisschen. Ja. Wo wart ihr? Das nennt man Fokus im Training. Ne? Ich mache mich halt einfach weiter warm, so, ne? Weil mein Trainingspartner ist gerade beschäftigt. Das ist mein Fettweggurt, damit ich am Bauch mehr Fett verbrenne. Hilft's was? Nee, noch nicht. Er wollte mir noch mal zeigen, wie ich lokal Fett verbrennen kann. Mit einer Fettwegspritze. Ja, da gibt's nämlich einen Trick. Ja. Den zeigen wir euch am Ende vom Video. Das ist schon gefährlich, den Arm so anzuheben. So. Ja, in Deutschland. Das ist schon so komisch hier. So. Ich finde das immer auch geil, ne? Der hat vorher Heat und Ignite genommen und der ist richtig so entspannt noch. Und ich habe eben gerade nur 3D-Pump und All-In habe ich heute genommen und ich bin schon richtig hibbelig. Ob du so greifst für dich? Das ist ein Unterschied, aber wenn ich den hier zum Beispiel ein bisschen ziehe, kommst du da mehr aus der Dehnung. Mit dem einen Arm so viel gemacht zu haben, weil ich mit dem anderen Arm nachziehen muss. Ja, das ist ekelhaft. Weil du den auf die ganze Spannung hast. Ja. Komm, Digga. Ja, komm. Komm. Weiter. Weiter. Ja, du hast keine Power mehr. Hä? Ja, du, dir fehlt schon die Luft, aber. Nee. Ging noch gut. Ja, ja. 11, 12, 13, komm, 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 okay, 12, weiter, 12, jawohl, 14, komm, 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 16, alleine, alleine, 18, 19, komm, jawohl. Das stabilisieren Bums schon ein gut. Ja, ne?
17, komm. 18, 19, 21. Das machen wir beidarmig. Hast du gesagt, ne? Zweimal noch beidarmig. Ja, was wollen wir da machen? Wollen wir machen 10 auf Spannung. Keine Ahnung. 15 Sekunden. 10 auf Spannung. 10 auf Spannung, bis es wieder geht. Das war's mit auf Spannung. Beide. Boah, der ist schon schwer, 100 jetzt. Ja, nein, beide. Das ist schwer. Warte, zeig dir mal, was du meinst. Machen wir das. Zack, da können wir nicht mehr. Lass mich absetzen. 1, 2. Dann schön auf Spannung und dann weiter. Habe mit Urs im Sitzen gemacht. Geht ganz gut rein. Ist aber auch so typisch Frau eigentlich. Schatz, wie machen wir das? Dann schlägst du was vor? Nee, scheiß drauf. Mach mal doch so. Ich versuch 2 Zyklen. Ja, Chris hat schon gehört, ja, aber sauber machen, dann direkt nein. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Aber dann mach sauberer. Nee, dann nicht. Hier halten? Nee, unten. Auf Spannung, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, die Hälfte. Nicht so gut. 6, 7, 8, 9, 10. Und nochmal halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, komm! 1, das helfen. Komm, Digga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ist ab. Oh, oh Gott, hab ich schon wieder geht. Komm. Was so dicht ist? Ja, ich konnte die Bewegung gar nicht mehr machen. Was so dicht ist? Ja. So egal. Also ich gebe so den Befehl und mein Arm weiß nicht, was er machen soll, weißt du? Einfach taub. Nee, ist geil, gefällt mir. 45, ne? Ja. 10 halten, 10 halten und dann drop, ne? Du hast zweimal gehalten. Ich hab dreimal gehalten. Maschallah. Pole, Alter, musst du aufpassen, wenn wir bescheißen. 7, 8, 9, 10 halten. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 1, komm, 1, 2, helfen, ja, 3, komm, 4, 5, komm, 9, wie er langsam zählt, der Wichser, ne? 10. Du genauso, du Hund. Jetzt ist Bewegung weg, die Schwester. Du bist weg. Einfach taub. Du hörst gar nichts mehr, ja? Ich wusste gar nicht mehr, was hochgeht. Ich wusste, irgendwas geht hoch. Verpiss dich. Warum bin ich auf so eine scheiße Idee gekommen? Willst du noch einen machen, ne? Davon brauchst du nur einen machen. Also bei noch einen nach ersten wäre weg. Komm! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2 noch 2, komm, 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 komm. 50, 8. Okay, noch 3. 1, 2, 3. Da dran, ne? Und nur wenn es nur 3 werden. Komm. Noch einer? Komm. Puh, okay. Oh, heftig. Oh. Komm.
Ich weiß gar nicht, ob eigentlich noch was für die seitliche Schulter machen. Ehrlich gesagt, Trapez, seitliche Schulter ist jetzt fertig. Oben dann noch kurz hatteln, aber leicht langsam so, weißt du? Ja, wie du sagst. Ich muss irgendwie die Spannung links halten, dass es nicht wehtut, aber geht. Ich habe das ganz gerne, wenn ich am Seilzug bin, da hinten ziehe oder hier da hinten drücke, dann irgendwann links hier oben so nachgibt und dann kann ich die Spannung nicht mehr richtig halten. Kennst du das? Wenn du so erschöpft bist. Das kannst du den Leuten auch voll schlecht erklären. Wenn ich ziehe am Seil, da hinten habe ich irgendwann Power und auf einmal ist dann so ein so raus und dann kriege ich auch nichts mehr gezogen, Alter. Machst du auch so viel Wiederholung oder machst du jetzt noch mehr gewiss weniger Wiederholungen? Nee, ne? Aber ich hab grad nicht gezählt. Also, ich mach bei dem Internet immer so 15 Wiederholungen, mindestens. Die Antwort kommt auch meistens nur von mir, ich hab nicht gezählt. Ist natürlich doof, wenn du einarmig Sachen machst. Ja. Und nicht mitzählst, weil ich weiß, wie viel der einige Arme gemacht hat, ne? Aber du trainierst gar nicht mit Logbuch, oder? Nein, Logbuch macht Sinn. Da trainiere ich nicht mit, nee. Aber du hast immer Logbuch, oder? Immer, aber dann musst du halt auch alles beachten. Wenn du Schicht arbeitest, was bringt dir ein Logbuch? Dann isst du mal zweimal Zeit, gehst zum Sport, dann schläfst du scheiße, gehst zum Sport. Klar, du musst immer eine Leistung bringen, aber du bist halt nicht jeden Tag gleich auf demselben Level oder jede Woche. Das kannst du nur machen, wenn du jeden Tag gleich arbeitest, jeden Tag gleich isst. Ansonsten macht das gar keinen Sinn. Ja, und ich habe aktuell halt so den Luxus, dass ich halt nach der zweiten Mahlzeit ins Training gehen kann. Dann kann ich das halt ganz gut nachmessen. Aber wenn ich irgendwo unterwegs bin, so wie jetzt hier, aus dem scheiß Logbuch. Wobei meiner Meinung nach brauchst du auch beim Training mit einem Partner kein Logbuch. Nee. Du kannst dir die Scheiße helfen. Zu ballern, ne? Ich baller jetzt auch. Ich muss jetzt auch ballern. Ich mach hier einen auf Ordnung und so und dann mach ich so. Komm! Jetzt lasse ich auch jede Übung klatschen. Klatsch, 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 klatsch. Seit 2015 kennen wir uns. 15 sind wir gestartet. 15? Auf der Niedersächsischen. Ja, war das 15, ich dachte 14. Wo er im Team Red war und die mich beschissen haben. Wisst ihr warum? Ich hab einen Doppelstart gemacht. Ich war halt die Klappe jetzt da, Alter. Ja, über die gestartet, ja. Als Junior bin ich doppelt gestartet. Dann habe ich die Junioren gewonnen und die Männer sollte ich eigentlich, also beides sollte ich gewinnen. Da kam der Typ zu mir. Ungelogen jetzt. Habe ich auch Zeugen für. Die kamen hin und haben zu mir gesagt, Mike, du musst aussuchen. Entweder du gewinnst die Männer oder die Junioren. Ich dachte, hey, ich will beides gewinnen. Ich will Männer und Junioren. Dann sagt er, nee, nur eins. Und dann hat er die Junioren gewonnen. Ich habe die Männer gewonnen. Ich trainiere, während andere Scheiße labern. Aber da wog der noch 50 Kilo weniger. Also jetzt wiegt er 90, aber dann hat er 40 gehabt oder so. Ich habe da 71 Kilo gewogen. 71? War doch nicht weit entfernt, oder? Dieser Trick von Chris nennt sich mentale Verwirrung. Der hat nämlich Angst, abgezogen zu werden, deswegen will er mich jetzt verwirren. Und schauen, ob er mich auf Wiederholung oder auf Kraft schlagen kann. Ja, wir machen zwei schwer. Schwer, schwer oder asozial schwer? Im Stehen? Ja, das wäre ein ganzer Bewegungsablauf. Was? Das wäre ein ganzer Bewegungsablauf, ja. Sag ich. Was machst du im Sitzen? 40.
Beide habe ich nicht. Nee, beide habe ich. Ich mache immer beide. Ich habe noch nie seitdem einarmig gemacht. Noch nie. Das ist einfacher. Alter, kommt gleich mehr Gewicht. Boah. Mich brauchst du mit dem Kindergewicht nicht zu filmen, das ist noch zu wenig, das ist noch Warm-up hier. Wenn ich mit ihm trainiere und eine Ausrede brauche, falls er mal stärker ist, er wiegt halt 40 Kilo mehr als ich, ne? Das ist die universale Ausrede. Am Bizeps dran, du kannst gar nicht mit der Hand dazwischen. Komm, Digga. Manchmal auch so, wenn du bestimmte Übungen ausführst, dass du im Kopf hast, irgendein Video von irgendeinem Profi, wie der in dieser Maschine trainiert. Nein, ich habe das jedes Mal, wenn ich Schulterdrücken mache, an der Langhantel oder an der Multipresse oder sowas, habe ich immer diesen Ausschnitt von Johnny Jackson und Branch Warren im Kopf, ja, wo die auf dieser Bank so halb stehend machen und jedes Mal durch diese Langhanteln, diesen 180 Kilo auf die Brust. Bam, bam. Ja, okay. Und jedes Mal, wenn ich Schulterdrücke mache, muss ich daran denken. Hinter Chris bei der Doppelbizeps sieht man mich trotzdem, weil er so klein ist. Ja, ist ja so, was willst du anderes sagen? Ich kann mich noch nicht. Von der Körpergröße, meine ich. Ja, deswegen, ich kann mich ja nicht größer machen. Aber steht vor mir, ne? Der hat einen Vorteil. Nicht, ob ich geschissen habe oder so stinkt und dein Essen so eklig stinkt. Hab ich schon gesagt, wir haben trainiert, wir essen jetzt. Das war's noch, Videos zu. Vielen Dank fürs Gucken. Gut, Chris bei APN, scheiß auf Mike. Haut rein.